Hey, ich bin Bernd von Gitarrenbeginner.de. Heute zeige ich dir Happy Birthday to You in drei Versionen. Die erste Version ist super easy, die kann wirklich jeder Anfänger spielen. Da zupfen wir einfach nur die Melodie. Ja, in der zweiten Version nehmen wir einfach noch ein paar Töne mehr dazu, ist auch nicht sonderlich komplex. Und in der dritten Version natürlich die Akkorde zum Mitsingen. Jo, lass es uns angehen! Jo, die erste Version. Wir zupfen einfach nur die Melodie einstimmig. Nicht sonderlich schwierig, kriegt wirklich jeder Anfänger hin. Ich habe die Noten hier vor mir stehen. Du kannst auch die Noten dir nochmal herunterladen. Jederzeit am gitarrenbeginner.de. Den genauen Link habe ich dir unten in die Videobeschreibung reingepackt. Da gibt es die PDF kostenlos zum Download. Und ja, ich spiele es dir einmal vor und dann gehen wir es gemeinsam an. Wirklich super einfach. Für diesen Song verwende ich an der Zupfhand. Das ist bei mir die rechte Hand. Wenn du Linkshänder bist, ist es bei dir die linke Hand. Bei mir ist die rechte Hand die Zupfhand. Einfach nur den Mittelfinger und den Zeigefinger. Ja? Und da gehe ich in einen sogenannten Wechselschlag rein. Das heißt, ich schaue, dass ich beim Zupfen die beiden Finger immer abwechsle. Ich fange meistens mit dem Mittelfinger an. Du kannst aber auch mit dem Zeigefinger anfangen. Völlig egal. Wichtig ist nur, dass du nicht immer denselben Finger nimmst, sondern durchaus da mal ja, den Finger wechselst. Dann kommt man einfach in so einen besseren Fluss rein und das ganze Lied klingt so ein bisschen flüssiger. So, wie fangen wir an? Wir haben die G-Seite. Das ist die dritte Seite. 1, 2, 3. Ja, und die spielen wir zweimal leer an. Ich zupfe das erste Mal mit dem Mittelfinger, wie gesagt. Und das zweite Mal mit dem Zeigefinger. Genau. Dann kommt der Mittelfinger von der linken Hand, meiner Greifhand, den lege ich auf den zweiten Bund der G-Seite. Ja, also ich spiele zweimal die Leerseite. Happy Birthday! Und dann geht mein Zeigefinger auf den ersten Bund der H-Seite. Und ich spiele die H-Seite an und spiele sie nochmal leer an. So, und dann geht es auch schon wieder zurück zur G-Seite. Ich spiele wieder zweimal leer an. Mittelfinger, zweiter Bund, G-Seite, wieder wegnehmen. Jetzt geht der Ringfinger auf den dritten Bund der H-Seite. Und dann geht der Zeigefinger auf den ersten Bund der H-Seite. Genau. Danach kommt wieder die G-Seite, die spielen wir wieder doppelt. Dann geht der Ringfinger ja, in den dritten Bund der hohen E-Seite. Und danach spiele ich die E-Seite leer an. Danach Zeigefinger wieder auf den ersten Bund der H-Seite. Wir spielen die H-Seite leer an und der Mittelfinger geht dann wieder auf den zweiten Bund der G-Seite. Ja, also ich spiele das nochmal. So, jetzt brauchen wir den Zeigefinger auf dem ersten Bund der E-Seite. Zeigefinger weg. Zeigefinger, erster Bund H-Seite. Ringfinger erst, dritter Bund H-Seite und Zeigefinger, erster Bund H-Seite. Ja, also nochmal ab hier. Genau, das war's auch schon. Wirklich super einfach die Version, easy zum Nachspielen. Denk immer dran, Wechselschlag, Zeigefinger, Mittelfinger, das gut durchswitchen. Und ansonsten, wenn du greifst, achte immer darauf, möglichst nah an den Bundstäbchen zu greifen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Ringfinger am dritten Bund. Dann gehst du da zum ersten, zweiten, dritten, das ist das Bundstäbchen, das Stäbchen hier, möglichst nah ran. Also nicht hier, hier, weil dann fängt es auch so ein bisschen das Scheppern an und klingt immer so schön, sondern da schön runtergehen. Ja, genau, das war soweit. Wenn du da Fragen hast, ab damit in den Kommentaren. Ansonsten schauen wir uns jetzt die Nummer 2 an. Jo, die zweite Version, bisschen schwieriger, aber auch nicht unmachbar, also wirklich noch super easy eigentlich. Ja, ich habe die Noten hier vor mir liegen, du findest die auch nochmal zum kostenlosen Download bei mir auf der Webseite unter gitarrenbeginner.de. Den genauen Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ja, es fängt relativ easy an.
mit dem Wechselschlag. Ich zupfe zuerst mit dem Mittelfinger an der rechten Hand und dann mit dem Zeigefinger. Du kannst es auch umdrehen, ist völlig egal. Und wichtig ist eben nur, diesen Wechselschlag beizubehalten. Wir zupfen die G-Seite leer an. Das heißt, wir müssen in dem Moment noch gar nichts greifen. So, jetzt kommt so ein bisschen, wenn du den C-Dur-Akkord kennst, wirst du den Griff vielleicht kennen. Wie so ein C-Dur-Akkord greife ich hier am dritten Bund mit dem Ringfinger auf der A-Seite und mit dem Mittelfinger am zweiten Bund der D-Seite. Und dann kommt ein Hammer-On. Ja? Das heißt, ich zupfe hier mit Daumen, Mittelfinger und Ringfinger die drei Seiten A, D und G. Und dann, also die G-Seite ist leer, ja. Und mit dem Zeigefinger gehe ich dann auf den zweiten Bund der G-Seite drauf, ja. Sogenannter Hammer-On. Wenn du dir schwer damit tust, dann kannst du auch von Anfang an gerne Ringfinger, Zeigefinger und Mittelfinger hinlegen und musst diesen Hammer-On nicht machen. Aber üben gerne, ist eine spannende Technik, kommt dir beim Gitarrespielen öfters entgegen, ja. Dann spiele ich die G-Seite wieder leer an. Dann spiele ich den C-Dur-Akkord einfach so, wie er ist. Ja? Also Ringfinger, dritter Bund A-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite. Die G-Seite spielen wir leer und auf dem ersten Bund der H-Seite, da liegt der Zeigefinger. Und zwar nehme ich den Daumen, der ist auf der A-Seite zum Zupfen. Der Zeigefinger kümmert sich um die D-Seite, der Mittelfinger um die G-Seite und der Ringfinger um die H-Seite. Der kleine Finger darf Pause machen. Beide zupfe ich, oder alle vier Seiten zupfe ich dann so an. Ja? So, dann gehe ich in so einen G-Dur-Akkord über. Im Prinzip reicht es aber auch, wenn du den Mittelfinger auf den dritten Bund der G-Seite setzt und dann spielst du die D-, G- und H-Seite leer an. Ja? Das ist der nächste Takt, der dritte Takt. Gehen wir in den vierten Takt. Da spielen wir wieder wie im ersten Takt die G-Seite zweimal leer an. Und jetzt siehst du, jetzt ist schon so, dass du den Hammer-On gar nicht mehr machen musst. Kannst du natürlich noch machen. Würde auch wieder gehen, ja. Ansonsten ist es wie der erste Takt eben. Der fünfte Takt, da spielen wir die G-Seite leer zu Beginn. Und dann haben wir am dritten Bund der tiefen E-Seite den Mittelfinger. Und am dritten Bund der H-Seite, da habe ich den Ringfinger. Und dann spiele ich dazu noch die D-Seite und die G-Seite. Ja? Ich zupfe wieder die tiefe E-Seite mit dem Daumen und die D-Seite mit dem Zeigefinger, die G-Seite mit dem Mittelfinger und den Ringfinger nehme ich für die H-Seite. Alles zusammen an, zupfe ich das dann. Ja? Fünfter Takt. Genau. Sechster Takt. Da fängt es wieder an, indem du einfach den C-Dur-Akkord greifst. Den Ringfinger wieder auf den dritten Bund der A-Seite, den Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite, den Zeigefinger, erster Bund A-Seite, du kennst es mittlerweile. Ja, einfach alle vier Finger nehmen, den kleinen Finger, der hat nichts zu tun. Dann wieder ein Wechselschlag auf der G-Seite, ehe wir in den siebten Takt kommen. Der siebte und achte Takt, die sehen zwar jetzt etwas komplizierter aus, ist aber super easy, wenn man weiß, wie es geht. Also, pass auf, es gibt nämlich einen kleinen Trick dazu. Du legst dir einfach den C-Dur-Akkord für die beiden Takte rein. Das heißt, die beiden Takte 7 und 8 sehen jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter aus, sind aber super einfach, wenn man weiß, wie es geht. Es gibt nämlich einen kleinen Trick dabei. Und zwar musst du einfach nur den C-Dur-Akkord für beide Takte liegen lassen. Ja? Also du legst deinen Ringfinger auf den dritten Bund der A-Seite, den Mittelfinger auf den zweiten Bund der D-Seite, den Zeigefinger auf den ersten Bund der H-Seite. So. Und jetzt gehst du aber noch her und nimmst den kleinen Finger dazu, der wandert jetzt auf den dritten Bund der E-Seite. Dann zupfst du die A-Seite, die zupfe ich mit dem Daumen, die H-Seite, die zupfe ich mit dem Mittelfinger und die E-Seite, die zupfe ich mit dem Ringfinger gleichzeitig. Ja? So, dann geht aber der kleine Finger weg und ich spiele die D-Seite, wo mein Mittelfinger liegt und die leere hohe E-Seite. Ja, auch wieder mit dem Ringfinger. Genau. So, dann gehen wir in Takt Nummer 8. Da liegt nämlich jetzt noch von unserem C-Dur-Akkord der Zeigefinger am ersten Bund der H-Seite. Das zupfe ich jetzt zusammen mit der leeren G-Seite. Da zupfen jetzt Zeigefinger und Mittelfinger. Genau, das war dann auch Takt 7 und Takt 8. Im Takt Nummer 9, da habe ich den Ringfinger auf dem dritten Bund der D-Seite liegen.
den Mittelfinger auf den zweiten Bund der G-Seite. Ja, ich zupfe beides an mit Daumen und Zeigefinger. Dann mache ich so einen kleinen Barré. Bei einem Barré legst du einen Finger über mehrere Saiten. In dem Fall brauchen wir nur zwei Saiten. Deswegen ist es ein super easy Barré. Das wird später mal schwieriger, wenn du zum Beispiel, weiß nicht, vielleicht kannst du es auch schon, aber Barré-Akkorde, ne? Da musst du über fünf oder gar über sechs Saiten hinweg deinen Finger rüberlegen. Von daher ist es jetzt super easy, eine schöne Übung, um mal ein bisschen mit dem Barré vertraut zu werden. Und genau, du legst den Zeigefinger über die H-Seite und über die E-Seite. Ja? Und zupf beides zusammen an. Und das ist dann auch schon der neunte Takt. Im Takt 10, ja, da greife ich im Prinzip wieder unseren C-Dur-Akkord. Und im Takt 11, ja, mache ich nichts anderes, als dass ich den G-Dur-Akkord greife und auch wieder den C-Dur. Genau, du kannst aber auch einfach, musst nicht den kompletten G-Dur-Akkord greifen, einfach nur wichtig ist eben der Mittelfinger am dritten Bund der tiefen E-Seite und der Ringfinger am dritten Bund der H-Seite. Und dann zupfe ich wieder mit allen Fingern, außer dem kleinen Finger, ne? Und der letzte im 11. Takt ist dann wieder der komplette C-Dur. Happy Birthday! Manche Anfänger zucken immer schon zusammen, wenn sie F hören, ja, weil es ist ja eigentlich Barré-Akkord, es gibt auch eine einfache Version, kein Problem. Ich zeige dir aber später auch nochmal eine andere Version, wie du es ohne CGF spielen kannst, sondern wirklich nur mit offenen, einfachen Akkorden. Ich habe jetzt einfach nur CGF gewählt, weil es eben gut zu der Melodie passt, die wir auch schon die ganze Zeit gespielt haben. Ansonsten, wenn du sagst, oh nee, CGF will ich nicht spielen oder ich kann es auch nicht spielen, weil ich muss dazu singen und es passt nicht in meine Stimmlage. Ich zeige dir später, wie du transponierst. So, aber jetzt lass uns erstmal die CGF-Version und das Schlagmuster anschauen. Die drei Akkorde. Wir schauen uns als erstes mal die drei Akkorde an. C-Dur. Wenn du vorhin die Version mit dem zweistimmigen oder mehrstimmigen Zupfen gespielt hast, kennst du den C-Dur mittlerweile schon. Wir haben auf dem dritten Bund der A-Seite den Ringfinger liegen. Auf dem zweiten Bund der D-Seite, da liegt der Mittelfinger. Auf der G-Seite liegt nichts. Auf dem ersten Bund der H-Seite liegt der Zeigefinger. Und wir spielen die E-Seite noch leer an. Ja? Das ist der C-Dur-Akkord. G-Dur. Ich spiele den G-Dur-Akkord immer so. Mittelfinger auf dem dritten Bund der tiefen E-Seite. Der Zeigefinger geht auf den zweiten Bund der A-Seite. Mein Ringfinger liegt auf dem dritten Bund der H-Seite. Und mein kleiner Finger auf dem dritten Bund der E-Seite. So, es gibt auch Varianten, da lässt man den Ringfinger weg oder man setzt den Ringfinger auf den dritten Bund der E-Seite. Ja, aber wie gesagt, ich spiele es immer eigentlich mit Ringfinger und kleinem Finger auf der H- bzw. auf der E-Seite. So, das ist der G-Dur-Akkord und jetzt kommt er, der F-Dur-Akkord. Ne? Ganz klassisch, entweder als Barré-Akkord, da tun sich viele Anfänger noch schwer mit, weil das ist eine Kraftsache. Ja? Da musst du diese Bewegung hier machen und die kostet Kraft und die Kraft muss ich hier erstmal in den Muskel aufbauen. Das hat nicht jeder, weil so eine Bewegung hast du einfach im Alltag nicht. So, falls du noch keine Barré-Akkorde kannst, gar kein Problem. Es gibt auch eine leichtere Version. Die leichtere Version geht folgendermaßen. Zeigen wir uns erstmal noch den Barré-Akkord. Ne? Du legst im ersten Bund den Zeigefinger komplett rüber, setzt auf den dritten Bund der A-Seite den Ringfinger. Auf den dritten Bund der D-Seite, den kleinen Finger. Auf den zweiten Bund der G-Seite kommt der Mittelfinger, genau. Und dann spielst du alle sechs Seiten. So, das ist der Barré-Akkord. Die einfache Variante ist, indem du den Ringfinger auf dem dritten Bund der A-Seite setzt, den kleinen Finger auf den dritten Bund der D-Seite. Ja, der Mittelfinger geht auf den zweiten Bund der G-Seite. Und der Zeigefinger, der geht auf den ersten Bund der H-Seite. Da würdest du jetzt nur die Seite A, D, G, H spielen. Was du noch machen kannst, ist vielleicht so ein kleiner Barré, dass du den Zeigefinger über die H und über die E-Seite legst. Ja? Dann könntest du auch die H und die E-Seite mit dazu spielen. Also alle fünf Seiten. Genau. Ja? Beim C-Dur-Akkord, ich glaube, ich habe es vergessen, wir spielen die tiefe E-Seite nicht mit, sondern wir spielen wirklich erst ab der A-Seite bis zur hohen E-Seite.
Genau, und bei der G-Seite ganz klar alle sechs Seiten. Jo, das sind die Akkorde. Schauen wir uns das Schlagmuster an. Das Schlagmuster, wir befinden uns in einem Dreivierteltakt. Ja? Das heißt, wir zählen hier immer 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3. Ja? Ich mache mal das Schlagmuster und zähle mal laut dazu. 1 und 2 und 3 und 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 ab, ab, auf, ab, auf, ab. Ja? Also du hast es vielleicht gemerkt, auf die 1 kommt ein Abschlag, auf die 2 kommt auch wieder ein Abschlag, auf die 2 und kommt ein Aufschlag, auf die 3 kommt ein Abschlag, auf die 3 und auch wieder ein Aufschlag. So, jetzt müssen wir die Schlagmuster und die Akkorde zusammenbringen. Ist eigentlich relativ einfach. Es gibt zwei kleinere Besonderheiten. Das erste ist, es gibt einen Auftakt. Das heißt, es wird erst Happy Birthday. Erst auf das Birth und Birthday fangen wir mit C-Dur an. Happy Birthday to you. Auf G-Wechsel. Das ist dann einfach der Wechsel von C direkt auf G. So, ich bringe jetzt beides nochmal zusammen. Die Schlagmuster, die Akkorde. Er sagt die Akkordwechsel nochmal jeweils an, damit es für dich klar nachvollziehbar ist. Ja, dran denken, am Schluss haben wir einfach nur C. Kein großes Muster, nur einmal den Akkord jeweils spielen. Und zu Beginn haben wir den Auftakt. Das heißt, wir spielen erst auf Birthday den C-Dur-Akkord. Ja? Happy C. Gehen auf C. Achtung F. C. G. C. Oder was du auch noch machen kannst, um zu transponieren, ist mit einem Capodaster zu arbeiten. Ja, nehmen wir an, die Variante mit C-Dur ist dir irgendwie zu tief. Dann sagen wir, okay, wir machen es jetzt ein bisschen höher. Capodaster schnallen wir an den vierten Bund. Und dann spielst du dort einfach ganz normal die Akkorde, so wie wir es die ganze Zeit gespielt haben. Ja? Genau, dadurch kannst du einfach die Tonlage von dem ganzen Stück verändern und dir so anpassen, dass du es vielleicht auch besser mitsingen kannst. Jo, soweit zu Happy Birthday to You. Das waren die drei Versionen plus ein bisschen was zum Transponieren erzählt. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich super freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Reinhauen.